Ich sehe nicht mein Handy. Ah, nett. Ich glaube, damit werden unsere Aufnahmen auch ein bisschen... warte mal, wie geht das jetzt wieder zurück? Ja, das geht schneller, wenn man nur in eine Richtung das Ding verstellt. Was ist das? Ah, das? Ah, da macht man ein Foto. Kann man aufnehmen. Siehst du da das Video? Ich kann es natürlich ein bisschen außer Tritt bringen, aber das ist ja schon sehr gemein, was ich da jetzt mache. Also das macht man ja normalerweise nicht. Und da läuft man einfach hinterher, so wie es der Michael bis jetzt immer gemacht hat. Und dann kann man da auch nochmal den Bildwinkel verändern. Okay, das ist ein bisschen... Okay, nach oben drücken ist nach oben fahren, nach unten drücken ist nach unten fahren. Was macht er jetzt? Jetzt habe ich es, glaube ich, kaputt gemacht. Ich glaube, ich stelle es jetzt ab. Warte mal. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Was macht er jetzt? Ach so, nach unten ist nach unten und nach oben ist nach... Ja, ist eigentlich, sollte eigentlich selbsterklärend sein. Sollte man sich überlegen, ob man sowas nicht vielleicht auch zulegen. Nicht für die Kamera, sondern fürs iPhone, aber so für ab und zu durchlaufen. Könnte das reichen? Ah, das ist immer so ein angenehmer Wind von den Drohnen, deswegen stehe ich da so gerne. Hier ist ja immer so schnell heiß. Gibt es dann mit eigener Kamera auch nochmal? Also das ist halt jetzt nur das Display und die Kamera ist hier. Huhu. Ich bin eine Kamera. Wok, 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 wok. dafür ist das Ding da. Da kann man das da anschrauben auf der Seite. Aha. Okay. Also ich kann es entweder mit Kamera offenbar kaufen, oder? Das sollte ich vielleicht nicht angreifen, dass es kaputt geht. Dann kann ich hier das Kameradisk. Warum schaut die mich jetzt an? Moment. Okay. Also die Kamera zeigt das an und die zeigt. Das wird wahrscheinlich jetzt gerade live ins Internet gestreamt und alle lachen sich gerade tot. Kannst du dich wegdrehen, bitte? Okay. Ich lege das jetzt weg, bevor ich es kaputt mache. Ist aber auf jeden Fall sehr interessant. Sollten wir uns überlegen, sowas zuzulegen. Filmst du schon? Ja. So. Hier jetzt eine kleine Drohne, das ist die Mavic Pro. Ich kenne die Specs jetzt natürlich nicht. Ich vermute mal, dass hier der Akku reinkommt. Das ist nämlich ziemlich groß. Ich hoffe, ich darf das so, oder? Da fehlt mir aber irgendwie nicht. Ah, okay. Ich hoffe, ich darf das angreifen. Ich nehme es jetzt einfach mal. Auf der anderen Seite sind die restlichen Rotoren, weil wir brauchen ja vier. Das Ding klappt dann auf. Da ist die Kamera mit Gimbal. Ich habe keine Ahnung von den Specs und so weiter. Das sind offenbar auch nochmal zwei Kameras. Wahrscheinlich wäre es zu nett, einfach das Ding nur in die Luft zu werfen und dann fliegt es wahrscheinlich nicht. Das wird die Fernsteuerung dazu sein. Sieht so aus, als könnte man da ein Tablet oder irgendwas rein oder auch was Kleineres zur Steuerung. Was ist das? Das sind wohl die Antennen. Ja, nett gemacht. Liegt so gut in der Hand, wenn das Tablet nicht allzu schwer ist, denke ich mal. Da dürfte man Fotoknopf auf der anderen Seite offenbar zum Aufnehmen sind etwas. Ja, wenn ich das Ding so fliege, bisschen unergonomisch platziert, vielleicht da unten, aber. Müsste man mal dann live ausprobieren. Das sind auch zwei Tasten. Nee, das ist, also die Leute, die Computerspiele spielen, haben da sicherlich gewisse Vorteile. Süßes kleines Ding. Ich will das jetzt nicht aufklappen, weil ich will es nicht kaputt machen, weil ich weiß nicht, wie man das macht. Ich glaube, man muss zuerst die da aufklappen und dann, aber keine Ahnung. Kann man super klein zusammenpacken.
könnte für unsere Zwecke vielleicht sogar ausreichend sein, die Mavic Pro von DJI. Jetzt dreht sie sich gleich, dreht sich die Drohne gleich zu Michael und schießt ein Foto von ihm. Noch hat sie nicht bemerkt, eine ganz scheue DJI-Drohne. Ich weiß gar nicht, ist das die Phantom 4, Phantom 3? Hab den Überblick verloren. Ganz scheu, selten in der freien Wildbahn zu sehen. Und Michael hat sich durchs Dickicht gekämpft von der Photo Adventure und diese. Und jetzt hat er sie verscheucht.